die dritte und letzte Präsentation. Das ist nämlich zur Frage, was kann man mit Laptops und anderen Dingen End of Life machen. Ich darf Herrn Tobias Scheer bitten, das Mikrofon an sich zu nehmen und uns darüber etwas zu erzählen. Also alle zusammen, ich bin heute nicht hier, um euch Lösungen zu zeigen, wie man komplexe, komplizierte Lieferketten über die ganze Welt nachverfolgen kann. Ich bin heute im Namen des Vereins Wir lernen weiter hier, um euch aufzuzeigen, wie man in der Schweiz am Ende eines Lebenszyklus nachhaltig auf sozialer, wirtschaftlicher und auch ökologischer Ebene agieren kann. Ich denke, die Zuschlagskriterien nach dem neuen BÖP vom Januar 2021 muss ich euch nicht erklären. Wir haben hier ja beispielsweise neue Punkte drin, wie beispielsweise die Lebenszykluskosten und die Nachhaltigkeit. Und wahrscheinlich seid ihr nicht die Einzigen, wenn ihr euch fragt, ja, wie kann man dann das jetzt überhaupt machen? Wir haben vorher diverse Inputs bekommen bezüglich dem CFIT-Framework, aber eben wahrscheinlich sind diese Zuschlagskriterien eher Punkte, die sehr abstrakt klingen mögen. Wir schauen uns das mal an. Das ist jetzt natürlich eine sehr stark vereinfachte Ansicht eines Gerätelebenszyklus oder eines Beschaffungsablaufs. Wir haben einerseits eine Akquisephase, dann Konfigurationsstaging, dann irgendwann werden die Geräte ausgerollt, dann fällt irgendwann vielleicht eine Geräte-Reparatur und ein Ersatz an und schlussendlich ist dann dieser ominöse End-of-Life-Cycle. Und in den nächsten Folien werde ich euch ein paar Dinge hoffentlich zeigen können, was man am Ende dieses Lifecycles machen kann. Wenn man das mal anschaut, vielleicht habt ihr erst kürzlich bei euch auch Geräte neu beschaffen, musstet alle Geräte irgendwie zurücknehmen, vielleicht über verschiedenste Standorte, vielleicht wusstet ihr auch gar nicht mehr, wo diese Geräte sind. Dann irgendwann sollte noch eine Datenlöschung stattfinden, eine Überprüfung, ob die Laptops vielleicht noch irgendetwas taugen und dann schlussendlich überlegen, was man jetzt mit diesen Gerätehaufen macht. Die effektiven Kosten, um das abzuhandeln, setzen sich natürlich zusammen aus der Anzahl Geräte, der Wartbarkeit dieser Devices, welche Aufgaben zum Beispiel intern und welche extern vollzogen werden, aber auch der eigenen Prozesslandschaft bei euch. Und was passiert dann? Es gibt eigentlich so drei Szenarien. Eine, die ihr vielleicht sicher kennt, ist, man kann die Geräte natürlich verkaufen, beispielsweise an einen Broker. Vielleicht gibt es auch bei euch Verträge, die euch binden, Geräte für einen bestimmten Betrag wieder zurückgegeben oder einfach zurückgeben. Man kann aber auch Geräte spenden. Es gibt viele Institutionen in der Schweiz, die sich dafür einsetzen, dass beispielsweise Laptops an Armutsbetroffene gehen oder zum Beispiel an Personen, die sich diese einfach nicht leisten können. Und dann der dritte Punkt ist die Entsorgung. Und leider ist das immer noch eine Lösung für viel zu viele in der Schweiz. Wenn wir das uns mal anschauen, im Global E-Waste Monitor 2020 hat bei uns jeder Kopf im Jahr 19 23,4 Kilogramm E-Schrott erzeugt. Dazu gehören natürlich auch Kühlschränke und all das Zeugs. Aber eben, wenn wir denken, wie viel wollen wir unsere Handys und Laptops ersetzen, wird euch wahrscheinlich auch bewusst, was dort prozentuell zusammenkommt. Auf der anderen Seite haben wir in der Schweiz ganz, ganz viele Leute, die sich die einfachsten Geräte nicht leisten können. Wer ist heute mit dem ÖV hier hingekommen? Hand hoch. Ja, die Chance ist mehr als klein, dass ihr wahrscheinlich unbewusst einer armutsbetroffenen Person begegnet seid. In der Schweiz leben 15,4%, die von Armut bedroht sind und 8,4%, die von Armut betroffen sind. Von Armut betroffen zu sein heißt, weniger als 2250 Franken pro Monat zu haben. Eine Familie mit zwei Kindern und zwei verdienenden Eltern hat dann immerhin 4000 Franken. Könnt ihr euch vorstellen, mit so wenig Geld zu leben? Krankenkasse, Miete, alles schwierig. Kann man das irgendwie zusammenbringen? Wir sagen ja, nämlich mit alten Laptops. Wir bei Wir lernen weiter sammeln Laptops schweizweit von Privatpersonen, von Verwaltungen, von Unternehmen, machen danach eigentlich eine datentechnische Bereinigung durch Datenträgerzerstörung, Wiping, wie ihr es vielleicht auch schon kennt, bereiten die Laptops dann auf und geben sie über ein Partnernetzwerk von vielen Gemeinden, Kantonen und Hilfswerken an Personen ab, die sich das nicht leisten können. Aus einem einfachen Grund, weil wir gut mit Laptops können, aber vielleicht nicht wissen, wie bedürftig Personen effektiv sind.
Und uns gibt es eigentlich erst seit Beginn der Corona-Krise. Das war extrem unromantisch. Ich habe mir einfach überlegt, was machen jetzt die ganzen Leute ohne Laptop, Homeoffice. Seither konnten wir über 5.500 Laptops aufbereiten und verteilen, arbeiten nun mit über 850 Gemeinden in der Schweiz zusammen und haben wohl damit auch die ein oder andere Perspektive geschaffen. Und wenn ihr euch mal überlegt, wir importieren ganz viele Geräte in die Schweiz, warum sollten wir die wieder ausführen, irgendwo entsorgen, wenn sie in der Schweiz für so viele Leute noch einen Unterschied machen können? Es ist für uns eine Ehre, so etwas anbieten zu dürfen. Aber es hat auch Nutzen für euch. So übernehmen wir eigentlich das End-of-Life-Cycle-Management. Wir haben beispielsweise auch auditierbare Löschprozesse. Und für euch entstehen keine Zusatzkosten. Das muss man natürlich bei den Life-Cycle-Kosten auch beachten. Und schlussendlich lässt sich die Geschichte natürlich auch gut vermarkten. Stichwort Corporate Social Responsibility, lokal, mit einfachsten Geräten, die praktisch jedes Unternehmen bei sich hat. Wenn wir also zurückkommen auf die Zuschlagskriterien, ich hoffe, dass ich euch bezüglich den Lebenszykluskosten und Nachhaltigkeit zwei Punkte mitgeben könnte. Macht was Gutes für die Schweiz, denn jedes Gerät hilft genau diesen Leuten, die wir in der digitalen Schweiz noch nicht sehen. Egal, ob sie Bewerbungen schreiben muss, in der Berufsschule teilnimmt oder sich einfach nur integrieren will. Wir sparen schlussendlich allen Steuerzahlenden viel Geld, wenn wir versuchen, diese Leute alle partizipieren zu lassen. Und darum würde es uns freuen, wenn auch ihr dabei seid, weil viele, die wir nicht hören, zählen auf unsere Hilfe. Und damit habe ich eigentlich schon geschlossen. Ganz herzlichen Dank, das war perfektes Timing. Wir kommen zurück, also übrigens ist das ja auch Teil des Inklusionsthemas, oder? Also wenn wir über Digitalisierung und Inklusion reden, reden wir ja nicht nur über, wie gehen wir mit älteren Menschen oder Behinderten rum, sondern wen befähigen wir an dem ganzen, den Möglichkeiten zu partizipieren. So gesehen sind solche Dinge auch Voraussetzungen für die Akzeptanz von Digitalisierungsstrategien, oder? Machen wir uns nichts vor, was den politischen Kontext von Digitalisierung angeht. Bitte? Genau, weil wir ergänzen, weil wir haben ja vorhin noch mit dir gesprochen und diese Geräte werden dann auch abgegeben, also benutzbar. Ja. Das fände ich noch sehr wichtig für die zum Thema Inklusion. Genau, also das ist die Dame, die ein separates Fachsession zur Inklusion vorher bestritten hat. Und dass sie natürlich hier Anknüpfungspunkte erkennt in seinem Vortrag, das ist durchaus, entspricht dem Konzept der Tagungsleitung. Wunderbar, vielen Dank. Also, und jetzt kommen wir zum ganz großen Big Picture, das wir am Schluss mitnehmen wollen. Wir haben gesehen, Sorgfalts- und Transparenzverordnung war das Thema von der Referentin von SAP bewusst angesprochen. Was passiert jetzt in der Wechselwirkung zwischen Standards für private Lieferketten und öffentliche Lieferketten? Völlig klar ist, dass wenn man Sorgfalt und Transparenz für private Unternehmen vorschreibt, es nicht geht, dass irgendeine öffentliche Einheit diese Standards unterschreitet. Das ist undenkbar, oder? Und jetzt ist aber das andere interessant, oder? Die öffentliche Vorbildfunktion, die wird natürlich à la bande Folgen haben auf private Lieferketten. Das heißt, wenn im öffentlichen Lieferkettenmanagement gewisse Dinge dann funktionieren, dann wird sich natürlich die Frage stellen, warum können das große Unternehmen nicht auch? Das heißt, mittelfristig ist die Vergaberechtsreform auch sowas wie Konzernverantwortung à la bande gespielt, weil wir natürlich, indem der Bund diese Dinge vorlebt und Kantone und Gemeinden, irgendwann klar wird, dass gewisse Dinge mit vernünftigem Transaktionsaufwand umsetzbar sind, wenn der politische Wille dazu da ist. Die Frage ist, was löst dieser Aspekt der Debatte, den wir während der Vergaberechtsreform eher nicht beleuchtet haben, weil das quasi völlig getrennt gelaufen ist. Aber wenn man so in die Zukunft schaut, laufen diese Dinge ja parallel. Was löst das in Ihnen aus, diese Überlegung? Sehr vereinzelt Kopfnicken.
Also SAP ist natürlich berufen, sich da zu äußern, weil Sie haben Kunden in beiden Segmenten. Wie wirkt das auf Sie? Positiv. Meine Gedanken sind, ehrlich gesagt, wenn es der Staat nicht wenn es der Staat nicht umsetzt, warum sollte es jemand in der Privatwirtschaft? Und was ich auch noch sagen muss, ja, es geht ja auch darum, Sinn and Purpose zu haben. Es geht ja wirklich nicht mehr um Sparen im Einkauf. Es geht halt nicht nur um Geld auf die Seite zu tun, sondern die Werte haben sich geändert. Oder es geht, klar, man kann plump sagen, es geht um Qualität, aber es geht eben um viel mehr. Es geht um die Sicherstellung, dass nicht nur nachhaltig eingekauft wurde, sondern auch die soziale Normen in allen Stufen des Prozesses vorhanden sind. Und in dem Gedankengut möchte ich auch auf das Reputation Management ein bisschen gehen. Ich weiß, es ist ein sehr englisches Wort, aber das Image ist ja, ich meine, wenn man als im öffentlichen Sektor, man muss die Nachhaltigkeit in der Beschaffung gewähren, nur schon rein, weil man es sich nicht leisten kann, das nicht zu machen. Und es gibt x-fache Beispiele, aber da geht es nicht nur um die Umwelt, sondern um die sozialen Normen. Vielen Dank. Und damit spielen wir den Ball zurück zum Staat, weil für Firmen ist der Purpose freiwillig. The business of business is business, kennen wir alle. Aber, meine Damen und Herren, beim Public Procurement ist der Purpose in der Bundesverfassung vorgegeben. Artikel 2 sagt klar, der Staat setzt sich ein für den Erhalt der Lebensgrundlagen und fördert die nachhaltige Entwicklung. Damit ist der Staat, meine Damen, egal auf welcher föderalen Ebene, zur Konzernverantwortung von Verfassungswegen verpflichtet. Und damit sind wir 15.30 Uhr am Ende unserer Fachsession. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, möchte noch einmal den Referentinnen und dem Referenten ganz herzlich danken und bitte Sie für das Referentinnen-Team um einen herzlichen Applaus.